Mein Name ist Juliane Altmann. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Dresden, das liegt in Sachsen. Ich mache hier ein FSJ im Sprachheilzentrum, speziell im Sprachheilkindergarten. Wir spezialisieren uns darauf, die Kinder in ihrer Sprache zu fördern, da sie hier alle Probleme haben, manche stottern, manche lispeln, andere wiederum können gar nicht sprechen, weil sie aus Immigrationshintergründen kommen und aus anderen Ländern und zu Hause eine andere Sprache sprechen. Und aus diesem Grund sind wir hier, um den Kindern zu helfen und sich in Deutschland zurechtzufinden und ihnen auch Selbstbewusstsein zu geben, dadurch, dass sie sprechen lernen. Morgens komme ich hierher, bereite den Stuhlkreis vor. Anschließend gehen wir die Kinder von den Bussen abholen, die aus dem ganzen Umkreis kommen. Danach laufen wir wieder her, ziehen die Kinder aus und setzen uns in den Stuhlkreis, wo wir Lieder singen und eine Runde machen, was wir an dem letzten Tag alles erlebt haben. Danach komme ich mit zwei Kindern in die Küche und decke dort den Tisch für Vesper. Anschließend gibt es eine Spielzeit, wo jedes Kind sich selbst beschäftigen kann und machen kann, was es möchte. Anschließend dann gehen wir alle gemeinsam frühstücken gegen um 10 und danach gehen wir turnen, machen dort einige Spiele mit Musik und Klang und damit die Kinder sich auf das Hören spezialisieren können, wird das trainiert. Im Wechsel zum Turnen gibt es dann auch noch Tage, an denen wir schwimmen gehen, an denen wir rausgehen auf dem Spielplatz, an denen Kleingruppenangebote stattfinden oder wir gemeinsam kochen. Wenn man ein FSJ hier im Sprachkindergarten machen möchte, sollte man auf jeden Fall Humor mitbringen. Man sollte die Fähigkeit haben, sich wieder als Kind zu fühlen und auf die Kinder einzulassen. Man sollte aber auch die Erwachsenenrolle und die Erzieherperson einnehmen und den Kindern zeigen, wie man sich benimmt und wie man im Leben klarkommt. Man sollte die Fähigkeit haben, die Kinder immer wieder zu motivieren und ihnen Spaß am Leben zu zeigen. Ich habe die Stelle hier durch das Internet gefunden, da ich gezielt gesucht habe und mich sehr für Logopädie interessiere und für Sprachtherapie und ich sehr gerne mit Kindern arbeite und so habe ich einfach Suchbegriffe eingegeben und mir ist es sehr wichtig, hier Vorerfahrungen für mein späteres Berufsleben zu sammeln. Meiner Meinung nach bringt das FSJ sehr viel. Einerseits wollte ich nach dem Abitur einfach mal ein Jahr arbeiten gehen und nicht wieder direkt anfangen zu lernen oder zu studieren. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, einmal andere Erfahrungen zu sammeln, als immer nur in der Schule zu sitzen und zuzuhören, sondern auch aktiv was zu tun, mit Kindern oder anderen Menschen zu arbeiten. Und für mich ist ein FSJ einfach eine gute Möglichkeit, dies alles zu verbinden und auch für die Zukunft, für das weitere Berufsleben Vorerfahrungen zu sammeln. Ja, die Stelle hat mir hier definitiv bei der Berufswahl geholfen und mich darin bestätigt, was ich später machen möchte.